Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal mit Keanu und Arian. I will be right here. Also wir werden heute die Ein-Biss-Challenge drehen. Das ist eine Challenge, wo wir waren gerade einkaufen. Und jetzt haben wir mehrere Lebensmittel gekauft, zum Beispiel Gurken. Und wir müssen die dann in den Mund nehmen und müssen so viel essen, wie es geht. Also mit einem Bissen sozusagen so viel, wie es geht. Genau. Ja, bei einem Getränk einschlucken. Oder bei Karotten. Genau, also wir haben da ganz viel gekauft und dann werdet ihr das ja gleich alles sehen. Wir fangen jetzt an mit der ersten Challenge. Und zwar ist das mit der Gurke. Also wir werden jetzt die Gurke in den Mund nehmen und dann essen, oder? Also lecker! Ein Biss halt, sozusagen. Einmal abbeißen und dann müssen wir ganz viel kauen. Und wer dann am schnellsten aufgekaut hat, hat gewonnen, oder was? Nein, wer halt am meisten abgebissen hat. Im Prinzip ist es egal, wie schnell man kauft. Ja. Auf die Plätze, fertig, los. Oh. Alter, mein ganzes Handy! Guck mal, wie wenig ich bitte abgebissen habe. Ich glaube, die Challenge ging an mich. Ja. Oh, da. Ja! Alter Junge, ich habe so ein Stück mehr abgebissen. Warte, zeig mal. Die Kleine ist mein. So, jetzt kommen wir zur zweiten Challenge. Und die erste Challenge ging an Keanu. Und übrigens haben wir gerade festgelegt, dass wir auch eine. Oder das mit Bestrafung machen, dass die zwei Verlierer eine Bestrafung kriegen von dem Gewinner. Genau, das riecht voll lecker. Okay. 2, 1. Fuck, jetzt hab ich. Ja! Die zweite Runde geht wieder an Keanu. Das ist ja voll langweilig, ey, wenn du immer gewinnst. Jetzt müssen wir gewinnen, komm. Ich will unbedingt komplett einfach jede Challenge gewinnen. Unbedingt. Scheiße, das geht nicht auf. Das wäre so geil, Alter. Hier? Ich weiß ja, aber die sind ja alle unterschiedlich. Okay. Gut. Okay, 3. Warte. 3, 2, 1. Oh, das war. Oh! Meine. Ja. Ich hab gewonnen. Wow. In dieser Challenge müssen wir versuchen, bei diesem Eis den größten Bissen abzubeißen. Also das ist Kaktus-Eis und wir werden das jetzt gleich aufmachen und dann wer am meisten sozusagen im Mund hat. Genau. Wer den größeren Biss hat. Oh, es ist voll kalt. Aber das ist jetzt voll eingefroren, ich weiß nicht. Meine Zähne kriegen dann Frost. Wäre es okay, wenn du da das machst zu denen. Ich hab mal probiert, wie viel ich schaffe. Okay, kannst du losgehen? Ich kann das Kalte nicht kauen. Ich auch nicht. Wieso? Ja, ihr müsst es kauen. Ihr müsst es kauen. Ich 3, 2, 1. Oho, oho. Ist unmachbar, ich schwör. Wir, einfach wer den größten Biss hat. Kommt ja eh nicht aufs Essen an. Okay, wer hat den größten Biss geschafft? Das war so eiskalt. Eis. Also die nächste Challenge. Wir haben alle ein gleich großes Brot. Brot. Wer den größten Biss schafft, hat gewonnen. Bestimmt. Okay. 3, 2, 1, los. Ich hab mir gar nicht in den Rachen geschoben. Ich hab's mir gar nicht in den Rachen geschoben. Ich hab einfach abgebissen, weil ich so geil fand. Du hast einfach gewonnen. Ich guck mal, wie das, guck mal, das ist mal gerade. Tschüss. Dann kommen wir zur allerletzten Challenge, die entscheidende Challenge, obwohl. Ja, 3. Ich hab. 1. 1 und ich hab auch 1. Hey, dann haben wir doch schon verloren.
Ja! Ich hab gewonnen. Mir ist nicht mal aufgefallen. Geil. Wir machen es einfach trotzdem ausgleichende Gerechtigkeit. So, die letzte Challenge ist die Brausepulver-Challenge. Wir werden das jetzt in den Mund nehmen. Und ja, dann browse it. Let's browse it. Let's browse it, okay. Wie machen wir das? Wer am besten? Oder wer? Wer am schnellsten? Wer ist am schnellsten, die ganze Tüte in seinem Munde runtergeschluckt? Okay, okay. Auf die Plätze, fertig, los. Meine Taktik ist nicht alles auf einmal im Mund zu nehmen. Nein, ich muss es einfach nur runterschlucken. Fertig. Ich hab gewonnen. Er hat es einfach geschafft. Oh, das war voll die dumme Zeit. Ich hätte mir auch alles auf einmal reinballern sollen. Oh, scheiße, das ist bei mir so aufgequillt im Mund. Was welches ist denn meins? Also, das ist meine Bestrafung an die liebe Leo und den lieben Arian. Beziehungsweise bei Leo mache ich noch so zwei, drei extra Zutaten rein, weil sie ja einen Punkt weniger hatte. Auf jeden Fall, ja. Kommen wir zur ersten Bestrafung. Ich mische den zwei einen sehr super, super leckeren Smoothie. Und dafür müssen wir erstmal in den Kühlschrank gehen und gucken, was es hier so Leckeres an Auswahl gibt. Beziehungsweise eigentlich, als erstens müssen wir doch eigentlich Wasser reinmachen. Und natürlich machen wir kein leckeres, was weiß ich, Markenwasser rein, sondern wir machen einfach mal Leitungswasser hier lecker rein. Beziehungsweise juckt eigentlich gar nicht, weil ich trinke manchmal selbst Leitungswasser, weil es, keine Ahnung, ich mag es einfach. Aber ist egal. Okay. So, dann fangen wir mal an mit den richtigen Zutaten hier. Einmal natürlich, kennt man, ein Vegetar. So, die nächsten Zutaten, da habe ich mir leckere Jumpies geholt, also so Chips-ähnliche Dinger. Und dann noch so Mentos. Das ballern wir jetzt auch mal da rein, lecker. Oh. Ja. Und natürlich zwei Mentos lecker. Einen auf lecker schmecker. Bam. Das sieht brutal, also das ist total widerlich. Würde ich auch ehrlich gesagt niemals. Und so, weiter geht's. Die nächste Zutat, natürlich leckerer Salz. Oh yeah. Oh Gott, die tun mir so leid. Oh Gott. Widerlich. Dann kommt noch rein. Leckerli. Danke. So, was noch? Das reicht, ne? Ja, sicher. Cool. Gut. So, Leute, dann geht's jetzt ans Mixen. So, ist alles stabil drauf. Ich hoffe, ich krieg das einigermaßen gut. Sieht jetzt nicht so krass danach aus, weil ich noch nie auf. Also, weil ich habe den Mixer noch nie ehrlich gesagt benutzt. Ich hoffe, ich krieg das hin. Gut. So, Bro, viel Spaß beim Trinken. Was ist das, Alter? Aber. Lecker. Alter, was ist das so eklig? Eklige Stückchen. Da sind Knochen mit drin. Probier, Bro. Oh mein Gott. Das ist was. Nein, nicht mit der Nase. Mach mal. Nein! Hey, wie kann man das so Würstchen ist so ekelhaft.
Ich fand das so ekelhaft. Cosma, bitte. Dieses vegetarische Würstchen, das ist der Wahnsinn. Bitte, willst du? Also die letzte Aufnahme ist leider irgendwie verschwunden. Deswegen werde ich jetzt einfach nochmal den Rest drehen. Nicht wundern, ich sitze gerade beim Schneiden, deswegen sehe ich gerade ein bisschen komisch aus. Aber genau, ich wollte euch einfach nur sagen, dass wenn euch das Video gefällt, könnt ihr dem gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ihr könnt natürlich auch gerne bei den beiden mal vorbeischauen. Ich verlinke euch beide Kanäle mal in der Infobox. Genau, und dann habe ich euch ganz, ganz doll lieb und wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Und ja, ciao! Und ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren und die Glocke anschalten, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Und tschüss! Soll ich mir durch die Nase ziehen? Wenn die Nase ziehen kann. Wenn ihr nicht schwimmt hier, dann schäumt meine Nase auf. Junge, die sind nicht mal gleich groß, Digga. Gib mal. Was hast du da fabriziert? Schlimm. Gib halt noch ein Stückle. Ja, ich will das komplett durch. Gib noch ein Stückle ab. Warte, das lasse ich ab. Warte. Hey, wie macht man das jetzt? Video mit. Okay. So, total lecker aus. Okay. Dann sag das jetzt. Warte. Hallo, Alter, jetzt übertreib mal mit dir. Ja, jetzt Regar. Also nur einmal. Warte mal.